Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ja, was kann ich zu den Sachen sagen, die ich offscreen gemacht habe? Ich habe eigentlich dauerhaft nur Erze gefarmt, nicht wirklich viel. Ihr seht 37 Kupfer und ein bisschen Nickel. Denn es gibt ja bekanntlich dieses Problem. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gezeigt habe. Man kann zwar durch das Portal gehen. Kann ich euch gerne nochmal zeigen. Und ich finde das immer noch geil, dieses Bild. Auch wenn es eigentlich wirklich nur gepixelt ist, aber das hat was. So, ja. Wenn ich jetzt allerdings mir hier Erz ins Gepäck mache, ich komme nicht durchs Portal. Heißt, ich muss jedes Mal den ganzen Weg von hier bis dahin laufen. Das alleine hat das letzte Mal schon, ich glaube, gut anderthalb Stunden gedauert, weil ich auch nicht so viel Erze mit mir rumtragen kann. Was das nächste Problem ist. Und ja, wenn ich hier zu lange stehe und Erze abbaue, ist das nächste Problem, es kommen zu viele Mobs. Darunter war auch schon ein Troll. Und ja, nur die können richtig fies sein, vor allem wenn sie von hinten ankommen. Gestorben bin ich zum Glück noch nicht. Ihr seht es, hier war ich mittendrin noch am Abernten vom Kupfervorkommen. Denn das wird ja benötigt. Wenn das Bild jetzt so zittert, es tut mir leid, ich stecke gerade im Erz drin. Und ja. Aber ihr seht, die Bronzepicke, die hat es halt einfach mal in sich. Deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen mit euch abfahren. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall uns wieder neu equippen, ein paar Upgrades machen. Also dass unsere Rüstung, Waffen, alles besser werden für den Uralten. Denn der Mitspieler, der eigentlich mitspielen wollte, hat derzeit kaum Zeit. Deswegen werde ich es wohl versuchen müssen, den Uralten alleine ja, klein zu kriegen. Und jetzt ja, muss ich mal versuchen, dass ich da irgendwie hochkomme. Denn das muss ja weg. Ja, das sollte nicht passieren. Dass ich einfach den Stein unter mir abbaue. LOL! Okay. Okay, das Kupfervorkommen ist auch erledigt. Hi! Haha! Rungs, da ist er weggeflogen. So, da bringen wir natürlich jetzt das, was wir an Erze haben, erstmal wieder hoch zu den Kisten, beziehungsweise wir, ja, wir werden uns ein bisschen vollladen und den Weg zurücklaufen. Aber merkwürdig ist, mit den Erzen kann ich das Portal nicht benutzen, aber mit Holz, mit Steinen und allem anderen möglichen Quark komme ich da durch. Ich weiß nicht warum. Entweder ist das so gewollt vom Spieleentwickler. Oder es ist ein Bug. Keine Ahnung. Ich kann dazu auch so wirklich nichts sagen. Und möchte ich auch nicht. Denn ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn ich die reinmache, bin ich zu voll. Okay, dann laufen wir mit 18 Kupfer nach Hause. Und es wird natürlich Nacht. Nice.
Hier sieht man es, ich habe mir auch ein paar größere Bäume gefällt, weil erstens ich kann's. Und zweitens, nö, ach du Scheiße, verschwinde. Weil das nicht Edelholz, sondern dieses andere Holz ist. Und ja, ich dachte mir, ich nehme das einfach mal mit. Warum nicht? Au. Hat der mich jetzt erwischt oder nicht? Ach, immer wieder hier den Berg runter. Das ist halt auch so ein Problem. Es gibt keine Fläche, wo es mal ein bisschen eben ist. Es ist alles Berg und Tal. Und ja. Mal lunzen. Komm ich denn hier hoch? Natürlich nicht. Yay. Und meine Ausdauer geht auch flöten. Nee, das nehmen wir jetzt nicht mit, denn wir haben aktuell was im Gepäck und ich möchte mich nicht überladen und wieder einen Teil zurücklassen müssen. Und jetzt müssen wir eben zu unserem Homepunkt. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ich bin einmal überladen, habe ich versucht, den Weg hinter mich zu bringen. Nee. Was mir da an Mobs entgegengekommen sind, das ist, wie soll ich sagen, das ist nicht mehr normal. Jedes Mal muss man eben was wegschmeißen, weil wenn man ja überladen ist, sieht, weiß man es ja, Ausdauer geht weg. Man kommt nicht so schnell voran und wenn dann noch Gegner kommen und es keine Ausdauer mehr da, kann man natürlich auch nicht zuschlagen. Das ist natürlich... Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist dann natürlich kontraproduktiv. Und ja. Aber während ich in der Zeit immer hin und... Also, ich bin immer nur nach Hause gerannt. Natürlich habe ich mich mit einem Portal in den Dunkelwald teleportiert. Ist einmal unser Met fertig geworden, was wir hergestellt haben. Und ja, also, ich konnte mich nicht beschweren. Da sind, glaube ich, 6 oder 9 Fläschchen Met rausgekommen. Die, was hatte ich hergestellt, glaube ich, für Ausdauer. Also, ja, das war schon recht nice. Und ich habe gleich das nächste natürlich reingeschmissen. Und wir werden, ja, mal gucken, ob das fertig ist. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal nach Hause begeben. Wie weit haben wir es denn noch? Gut, ich setze hier einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich zu Hause bin. So, da bin ich zurück nach dem kurzen Cut. Ich habe es geschafft. Ich bin zurück im Trautenheim. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist mich natürlich hinlegen, um die Nacht zu überbrücken, ne? Denn ich habe keinen Bock in der Kälte und im Dunkeln zu arbeiten. Außerdem gibt der Schlaf einen Bonus, dass man schneller regeneriert, schneller abbaut und man ausgeruht ist. So, dann wir gucken mal. Ist es fertig? Nein. Aber wir haben neue Seeds im Gepäck. So... Wir machen das Feuer auch mal noch an, dann ist der eine Holzlock verschwunden. Hier hatte ich aktuell ja nichts hergestellt. Das da und das da. Also Harz habe ich mittlerweile so viel, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit alles machen soll. Außer vielleicht mal ganz kurz hier befeuern, befeuern. Können wir gleich mal überall machen, wenn wir schon einmal dabei sind. Da hinten habe ich noch eine. Hier beim Bett habe ich noch eine. Und da habe ich auch noch eine. Das ist aber das Einzige, wofür Quarz irgendwie gut ist. Und natürlich für eine Fackel.
So, genau. Erstmal reparieren. Und dann, was wollten wir denn noch herstellen? Ich werde auf jeden Fall hier bei dem Ding bleiben. Das ist einfach nur geil. Ja, Upgrades. Brauchen wir Bronze ohne Ende. Und Kernholz. Gut, Kernholz haben wir mehr als genug. Dann würde ich sagen, 20 Stück brauchen wir davon. Und 40 davon. So, Nummer 1. So. Ah, hier war sogar überall noch ein bisschen was drin, ne? Lull. So. Hier haben wir nur noch ein Bronze drin. Das ist natürlich auch nicht wirklich schön. Die restlichen Kupfervorkommen, die ich dort markiert hatte, werde ich natürlich alles wieder offscreen abfarmen und nicht in den Aufnahmen, weil das ist einfach nur zu langweilig. Honig war hier drinne. Achso, hier ist im Übrigen das Med, was ich euch gezeigt habe. Gesundheits- und Ausdauerregeneration. Das ist doch mal, ja, ein Wort. Und den Flug wollte ich ja auch mal ausprobieren. Dazu werden wir aber ein bisschen weiter weggehen. So. Ja, meine nicht vollendete Palisade. Die wird auch irgendwann noch vollendet. Ich weiß nur noch nicht genau wann. So, die 6. Och ja, komm. Tschüss. Die 6 war der Flug. Och, jetzt auch noch eine Wildsau. Ach, das ist wieder so ein Gegenstand, oder wie? Oha! Kann man damit noch... Oh! Cool! Ich kann damit wieder Gras bei mir in die Base machen. Das ist ja geil. Da bleibt das nicht so, wie soll ich sagen, bräunlich, Matschepampe. Boah, das ist geil. Das ist geil. Da kann ich mich bestimmt noch austoben. Ich habe ja mittlerweile genügend Platz in der Base. Da oben, wo die große Fläche ist, da kommen ja dann die Bäume hin. Die kann ich jetzt mittlerweile auch anpflanzen. Ich muss nicht mehr jedes Mal in den Dunkelwald, um Bäume zu farmen. Das ist halt auch wieder richtig geil. So, hier war doch noch eine Nixe. Da ist eine Wildsau. Und die andere Nixe, ja, die ist abgehauen, die hat Angst. Oh, das ist noch eine Wildsau. Und noch eine. Also ihr seht, die Tiere sind jetzt mittlerweile One-Hit größtenteils mit dem neuen Spielgerät. Boah, jetzt kommt hier unten wieder ein Auto lang gefahren. Ernsthaft. Es tut mir leid, falls ihr das gehört habt, dieses nicht schöne Auto. So. Wir holen uns alles von den Tieren. Ich finde das so geil, wie die einfach wegbouncen. Das sieht so geil jedes Mal aus. Oh, ernsthaft?
Es tut mir leid für dieses Nebengeräusch im Hintergrund, aber hier draußen ist gerade ein Reinigungsauto langgefahren. Und die wollten mich einfach nur ärgern. Ich werde jetzt hier aber keinen Cut setzen diesbezüglich. Ich werde hier durchziehen. Und ja. Immer noch nicht fertig. Aber ich höre das Kupfer. Nice. Diese Köpfe waren hier drinne. Ja, so ein Kehrmaschinenauto fährt gerade hier unten lang. Es tut mir wirklich leid. Ach man, immer dann, wenn ich aufnehmen will oder aufnehme. Sei es vormittags, sei es abends, sei es mitten in der Nacht, wo einfach mal jemand pochen tut. Kurz was Snaggity Snack Snack nehmen und Weltspeicher, alles klar. Es hat mal wieder geleckt. So, da ist nichts mehr drinne. Da ist noch einmal Kupfer drinne. Wir füllen erstmal wieder schön auf. Wir werden dann auch gleich noch ein bisschen Kohle herstellen. Holz müsste ich auch noch genug haben. So. Yo, ich habe Rauchschaden bekommen. Ernsthaft? Was eine Scheiße. Was soll denn das? Aber okay, im Real Life kriegt man natürlich auch Schaden, wenn man Rauch einatmet. Normales Holz haben wir hier oben. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte doch hier noch das eine Upgrade machen. Das, dazu brauche ich den Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Denn... Wenn, dann mach mal gleich professionell alles ordentlich hier. So, die Fackel lassen wir mal draußen, ne? Was brauchen der Hammer? Was ist das? Amboss, Schmiedeverbesserung. Den Hammer ja schon, der steht da oben. Das Hammer, das ist dort. Das Hammer... Das haben wir auch. Das ist dort. Das sind 4 Upgrades. Also 1, 2, 3, 4. Wir wollen das hier herstellen. 25 Edelholz, 10 Kupfer. 25 Edelholz. Ha! Was für ein Zufall. Und 10 Kupfer. Kupfer oder Bronze? Kupfer. 4, 7, da haben wir 10 Stück. Was? Was war das gerade für ein Geräusch? Hä? Ich hab doch Kupfer. Oh. Hab nichts gesagt. Jetzt haben wir das Kupfer. So. Da haben wir wieder ein bisschen was an Kohle. Was gab es denn Neues? Bronze-Axt, Hammer. Bronze-Beinschutz, das haben wir alles. Gab es da irgendwas Neues? Nö, anscheinend nicht. Interagieren kann ich damit auch nicht. Schade eigentlich. Ja, das ist schade. Was braucht denn... Boah. Die Wildsau. Läuft die hier einfach bei mir rum? Die
Alter! Dieses Auto da draußen. Also, Respekt an die Wildsau, die war sehr mutig. Ich hätte gerne einen Banner. Edelholz, das haben wir momentan natürlich nicht. Schade. Was brauchte ich denn alles für die Palisade? Normales Holz und Kernholz für die Pfähle. Dafür brauche ich wieder Edelholz. Okay, das heißt, ich muss wieder offscreen ein bisschen was farmen. Tut mir leid. Ich habe gerade aufgestoßen. Ja, da werden wir noch ein bisschen was farmen müssen, würde ich sagen. Und durchschmelzen. Das mache ich aber wieder alles offscreen. Denn ich will euch damit nicht langweilen. Och man, werd doch mal fertig. Ja, wie gesagt, offscreen werde ich dann wieder die Erzefarm durchbrennen und Holzfarm ohne Ende. Ja, und in der nächsten Folge mal schauen, was wir da in Angriff nehmen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.